Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Factorio hier in meiner zweiten Serie, wo wir Warptorio spielen. Hauptsache ist, wir kümmern uns um die Forschung. Da brauchen wir etwas Kohle. Etwas Fläschchen und dann können wir schauen, dass wir Strom ranbringen. Vielleicht ein bisschen Verteidigung hier. Soweit sieht diese Welt nicht allzu schlecht aus. All die Erzfelder sind nahe beieinander. Reichen vier. Wir haben ein ganz klein wenig Kohle hier auf der Seite. 3300. Das sollte reichen. Nun hier legen wir mal etwas Eisenerz nach. Da können wir noch Eisenplatten reinlegen. Hier auch. Und dann hoffen wir, dass die Aliens auf diesem Planeten nicht allzu viel Stress machen. Wir haben doch etwas an Bäume hier. Das sollte helfen. Wenn sie nicht allzu nah sind, das hilft sicherlich auch. Die Forschung derzeit ist sie ein bisschen gehemmt, weil wir forschen nur in zwei Laboren und die Geschwindigkeit ist nicht so schnell. Ich befürchte, dass ziemlich bald wird das Forschungstempo durch die fehlenden Fläschchen eingeschränkt. Soweit sehe ich keine Alien-Nester. Da hinten ist das erste. Schauen wir mal, was wir da machen können. Das sind auch zwei Spucker. Zwei Würmer. Hier bis rankommen, ohne dass die Würmer auf uns spucken, ist das definitiv ein Plus. Wir brauchen doch etwas Munition.
Okay. Die drei Nester sind weg und die Würmer stören mich nicht. Da ist noch ein Wurm. Ein einzelner. Aber keine Nester. Sehr schön. Hier läuft noch alles oder fast alles. Kohle ist voll. Hier ist Kohle leer. Reinpacken. Hier machen wir auch noch rein. Hier aus. Es sind noch einige Fläschchen drin. Da müssen wir noch nicht nachlegen. Aber ich habe das Gefühl, hier sind wir mit dem Erz vollgelaufen. Ja, dann nehmen wir doch je 50 raus. Legen die hier auf die Seite für den Fall, dass harte eisenerzlose Zeiten kommen. Kann alles passieren. Wie sieht es denn hier aus? Jo. Wenn wir die Kisten mal voll mit Material haben, dann sollten wir doch einiges auf der Seite haben, was wir benötigen. Kurz mal schauen, ob da, wie es da mit unserer Kohle aussieht im Heizkessel. Ja. Wir brauchen ungefähr ein Drittel von dem, was wir produzieren könnten. Hier können wir bald wieder nachlegen. Da fehlt Kohle. Fehlt auch Kohle. Haben wir ja. Das ist nicht das Problem. Stahl ist recht ressourcenintensiv, braucht 5 Eisenplatten für einen Stahlträger. Und gerade hier am Anfang ist das recht schwer, so viel Eisen rauszubekommen. Immer ein Balanceakt zwischen brauchen wir Eisen für Stahl
oder sollen wir Eisen für was anderes verwenden? Denn Stahl brauchen wir momentan noch nicht, um irgendwas zu bauen, aber das kommt bald. Und dann sollten wir hoffentlich etwas Stahl haben. Sieht so aus. Hier haben wir wieder voll. Dann leeren wir. Vielleicht machen wir noch zwei Öfen hin. Rein. Wir noch etwas Kohle drin. Können ja mehr Forschungslabore hinstellen. Weiß einfach nicht, ob wir dann mit der Flächenproduktion nachmögen. Die grünen puffern wir, weil wir forschen immer noch nur mit den roten. Okay, so, was soll das nächste sein? Rüstung. Rüstung ist noch relativ billig. Geht uns die Kohle aus. So. Das sind noch 10 drin, da sind noch 2 drin. Sind wir gleich durch. Sind die auch gleich durch. So. Und bin wieder im Untergeschoss gelandet. Fast keine Kohle mehr in der Tasche. Greifen wir mal hier rein. Zum Sicherstellen, dass wir hier nachlegen.
Ja, und mit den zwei zusätzlichen Forschungslaboren, da brauchen wir mehr, denn die verbrauchen etwa 50%, etwas weniger vom Gesamtverbrauch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier forschen. Ja, vorankommen. Natürlich sind wir hier wieder voll. Nehmen wir die einfach mal hier rein. Dann warten wir, was auf uns zukommt. Okay, was forschen wir als nächstes? Produktive Bergbauproduktivität. Vielleicht können wir dann eventuell hier wechseln, dass wir nicht zwei Miner pro Ofen brauchen, sodass die kontinuierlich laufen. Ausgeglichener aus. Und das sind wieder 200. Früher oder später werden wir die Munition brauchen. Ich hoffe auf später. Bisher waren wir doch eher auf der glücklichen Seite, was die Aliens anbelangte. Wir hatten erst einen Planeten, wo sie doch ziemlich hart kamen, so dass wir frühzeitig verschwanden. Und wir haben auf diesem hier noch 10 Minuten Zeit. Um Ressourcen zu sammeln und zu forschen. Schon wieder voll.
Kohle verbrannt. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das Nest hier zu zerstören. Bisher hatten wir noch keine Aliens zu Besuch. Förderer ohne Kopf, ohne Kohle. %, durch hier etwa auch. Da geht uns die Kohle aus. Ein bisschen zu langsam. Gerade noch gemerkt. Bisschen mehr Inventarplatz. Wenn wir immer so viel ab- und umbauen müssen. Hier ist Eisenhalle. Dann produzieren wir natürlich keine Fläschchen. Auch Eisenhalle. Okay, fast keine Aliens zu Besuch. Ansturm hält sich in Grenzen. Immer diese Treppe ins Untergeschoss. Hier sind wir wieder voll. Jetzt, wo wir Bergbauproduktivität haben. Was ist hier drin? Bisher nur plus 10%. Nein, plus 20. Schaden ist plus 10. Plus 20%. Das scheint fast zu funktionieren.
Vielleicht brauchen wir noch 10% mehr. Aber es sieht so aus, als ob wir bald die ersten 100 Stall hätten. Sind sie. Und dort Stahlträger. Vielleicht machen wir auch ein paar Steine. Dann können wir die besseren Öfen bauen. Da drüben mit Kohle da drüben aus. Nicht mehr viel drin. Legen wir nach. Eben haben wir noch einiges an Erz übrig, auf gut Deutsch. Hier mal den Rest rein und den Herzen. Beginnen wir mit dem Aufbau hier auf dieser Seite. So dass wir auch rechtzeitig wieder zurück auf der Plattform sind, wenn es darum geht, hier zu verschwinden. Und das war's dann auch für diese Folge.
Und wir werden sehen, was der nächste Planet für uns bereithält. Also bis dann und tschüss.